Es ist tatsächlich so, dass es eigentlich in der ganzen letzten Woche sehr unbeständiges, teilweise regnerisches Wetter war und schlagartig jetzt seit Nachmittag, einen Tag vor unserer Kanutour, bessert sich das Wetter und es sieht wirklich so aus, als wenn wir Glück haben, mit Sonnenschein da durchzukommen. Temperaturen knapp um 20 Grad. Das verheißt einiges Gutes. Ja, generell ist es natürlich definitiv so, wenn die Sonne scheint, spielt es fast schon keine Rolle, welche Temperaturen es sind. Und jetzt sieht das alles schon wieder besser aus. Ja, das ist wie gesagt hier unsere Lodge, wo wir jetzt 2 Nächte und nach der Tour nochmal 3 Nächte sein werden. Das ist der Platz, wo wir morgen unser Auto für die Kanutour hier auf dem Grundstück von dem Kanu-Anbieter lassen. Und mittlerweile hat man auch wieder eine gute Sicht und da oben sieht man auch so leicht schneebedeckt die Mountain Range. Wir machen jetzt hier einen kleinen Riverwalk. Ist wirklich schön, mal wieder die Sonne zu sehen. Ne? Herrlich. Irgendwie erinnert mich das an Bedakesa. Echt jetzt? Ja, mein Schatz. Nicht, dass ich das jetzt vermisse, aber dennoch. Der Ort hier hat nicht viel zu bieten, obwohl ich die Sicht hier auf diesen schneebedeckten Berg schon interessant finde. Und im Winter ist das hier offensichtlich eine Wintersport-Destination. Und hier für den Sommer hat die Saison hier noch nicht so richtig begonnen. So, wir sind jetzt auf der Rückfahrt zu unserer Lodge und von dieser Sicht her haben wir das noch gar nicht gesehen. Der Berg war bisher verhüllt.